Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur Veranstaltung des Wirtschaftsbeirates Bayern hier Bezirksgruppe München zum Thema Wege und Irrwege aus der Corona-Krise. Besonders begrüßen darf ich unsere Referentin, Frau Professor Dr. Monika Schnitzer. Herzlich willkommen heute bei uns in dieser Runde. Herzlichen Dank. Ja, nachdem wir die Corona-Krise als Gesellschaft und Gemeinschaft auf der gesundheitspolitischen Seite doch in Deutschland und in Bayern gut in den Griff bekommen haben und zu scheinen haben, stellt sich natürlich jetzt vielen die Frage, wie geht es wirtschaftspolitisch, wirtschaftlich weiter? Angesichts des Lockdowns, den wir national, lokal hatten, europaweit, aber natürlich auch durch die Auswirkungen, die sich durch die internationalen Behinderungen im Wirtschaftsverkehr ergeben haben und natürlich auch die anhaltenden Schwächungen in Märkten wie den USA oder auch China, Asien insgesamt, aber sicherlich für eine Exportnation wie Deutschland, vor allem auch mit Blick auf die USA, sicherlich auch aufs europäische Ausland. Es gibt viele Rufe nach allen möglichen Maßnahmen, angefangen von sinnvollen kurzfristigen Hilfsmaßnahmen bis zu langfristigen strukturellen Veränderungen. Natürlich auch nicht zu vermeiden der Ruf nach dem Griff in die sozialistische Mottenkiste, nach Steuererhöhungen und so weiter und so fort. Der Wirtschaftsbeirat hat hierzu auch insgesamt ein Papier veröffentlicht mit einem Fingerzeig, wie aus unserer Sicht die Revitalisierung der Wirtschaft nach der Corona-Krise aussehen könnte. Ohne hier in Details gehen zu wollen, sehen wir vor allem einen ganz wichtigen Aspekt in der Besinnung auf Europa und den europäischen Markt, die europäischen Lieferwegeketten und auch die Stärke des Euros, aber natürlich auch auf die Besinnung auf die soziale Marktwirtschaft, mit Rahmenbedingungen, die man stärken muss, mit Rahmenbedingungen, die man verbessern muss, sei es im steuerlichen Bereich, sei es im Bereich der Regulatorik. Wir brauchen eine Verschnaufpause für neue Regulierungen. Wir müssen auf diese Weise natürlich auch versuchen, die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft, die ja ohnehin nicht schlecht ist, zu stärken. Auch hier gibt es sicherlich gerade im Bereich Digitalisierung noch viel zu tun. Also es gibt aus unserer Sicht viele Dinge, die man tun kann, proaktiv und zukunftsgewandt, um aus der Krise zu kommen. Aber ohne, dass ich jetzt hier ein eigenes Referat halten wollte, gebe ich jetzt sofort und unverzüglich weiter an Frau Professor Schnitzer. Hier vielleicht eine ganz kurze Vorstellung, damit Sie auch erahnen können, mit welcher Kompetenz wir es hier zu tun haben. Frau Professor Schnitzer studierte Anfang der 80er Jahre Volkswirtschaftslehre an der Universität zu Köln, habilitierte in Bonn an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät und wechselte 1996 als ordentliche Professorin an den Lehrstuhl für komparative Wirtschaftsforschung nach München an die LMU. Obwohl sie viele Rufe bekommen hat, unter anderem die London Business School, Universität Zürich, ist sie München treu geblieben, hat als Gastdozentin in Stanford, Yale, Berkeley und Harvard gelesen und neben ihren diversen Tätigkeiten als Universitätsdozentin auch in den verschiedensten Forschungsinstitutionen und als wissenschaftliche Beraterin gearbeitet, unter anderem im Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie oder auch auf europäischer Ebene im Economic Advisory Group on Competition Policy oder auch im Council der European Economic Association. Sie ist auch Mitglied der Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung, Expertenkommission Stärkung von Investitionen in Deutschland und Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Und last but not least wurde sie 2020 gemeinsam mit Veronika Grimm als sogenannte Wirtschaftsweise in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen. Neben zahlreichen aus diesen vielen Tätigkeiten folgenden Auszeichnungen ist sie seit 2005 Trägerin des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und natürlich aus bayerischer Sicht fast wichtiger seit 2012 auch Trägerin des Bayerischen Verdienstordens. Ja, ich bin beeindruckt. Frau Professor Schnitzer, vielen Dank, dass Sie heute Ihr Wissen mit uns teilen und jetzt einen Vortrag halten. Ich freue mich
und übergebe Ihnen hiermit das Wort. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für die überaus schmeichelhafte Einführung nach all diesen Vorreden. Weiß ich nicht, ob ich den Erwartungen wirklich gerecht werde. Ich hoffe sehr. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne offen rede und auch nicht zurückschrecke, an der einen oder anderen Stelle anzuecken mit dem, was ich sage. Das wird man auch schon erlebt haben, wenn man jetzt sieht, wie ich mich in manchen Interviews schon geäußert habe. Und in dem Sinne freue ich mich auch immer sehr auf offene Diskussionen. Also ich bin schon sehr gespannt, was dann später aus dem Publikum auch an Fragen und an Diskussionsbeiträgen kommen wird, weil ich glaube, es ist genau diese Auseinandersetzung, die für uns so spannend ist, weswegen es mir auch Spaß macht, mich im Bereich Politikberatung zu engagieren. Und in der Diskussion schärft man seine Argumente und manchmal revidiert man sie auch. Insofern freue ich mich also sehr auf diese Diskussion heute. Ich würde jetzt meinen Bildschirm teilen und hoffe, das funktioniert. Teilen, jawohl. Ich sehe jetzt meine Folien. Ich weiß nicht, ob alle anderen die jetzt auch sehen. Ich sehe sie auch. Gut, wunderbar. Ich habe das schon gleich so ein bisschen provozierend überschrieben, diese kleine Einführung als Wege und Irrwege. Daran sehen Sie schon, ich liebe es auch zu provozieren und ich bin sehr gespannt, auf was wir uns später verständigen können, welche der aktuell diskutierten Maßnahmen Wege und welche mehr Irrwege sein werden. Will aber anfangen, okay, das sollte jetzt eben auch weitergehen, genau, will jetzt anfangen mit einem kurzen Überblick. Ich will also kurz was sagen zur Verbreitung von Covid-19, das haben wir alle intensiv verfolgt. Welche Gründe es gibt, dass wir aktuell mit so eingeschränkter wirtschaftlicher Aktivität leben müssen, wie denn die Prognosen und Szenarien für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts aussehen, dann eben genau die Diskussion über mögliche Wege und Irrwege aus der Krise. Am Schluss will ich noch auf die aktuelle deutsch-französische EU-Initiative und die Diskussion dazu eingehen und dann mit einem Fazit schließen. Und ich sollte an der Stelle sagen, dass natürlich vieles von dem, was ich heute erzählen werde, auf Vorarbeiten des Sachverständigenrats beruht. Ich werde also sehr viel darüber sagen, wie der Sachverständigenrat bisher dazu auch Stellung genommen hat zu diesen einzelnen Themen. Da, wo es meine persönliche Meinung ist, werde ich das auch hoffentlich immer akkurat kenntlich machen. In dem Sinne schon gleich ein kurzer Überblick. Der Sachverständigenrat hat sich Ende März mit einem Sondergutachten gemeldet, um Szenarien zu entwickeln, wie denn Rezession, die folgen wird, die abzusehen ist und in der wir uns schon befinden und wie die sich entwickeln wird. Wir hatten dann Mitte April einen Meinungsbeitrag zur Exit-Strategie, was dabei zu beachten ist, und ein entsprechendes Arbeitspapier, wo auch Daten und Fakten hinterlegt werden. Und dann gerade letzte Woche einen Meinungsbeitrag, wie wir uns ein Konjunkturpaket vorstellen. Und darüber werde ich heute vor allem auch berichten. Insgesamt muss man einfach sagen, das kann man gar nicht oft genug wiederholen, das sind Herausforderungen, die sehr groß sind und die wir so bisher nicht gekannt haben. Also ich in meinem Leben habe solche Herausforderungen jeweils noch nicht erlebt und ich bin jetzt schon eine Weile dabei. Die Situation ist historisch wirklich außergewöhnlich und die Rahmenbedingungen ändern sich eben auch fast täglich. Wir haben deswegen, wann immer wir was prognostizieren sollen, eine schwierige Datenlage. Das ist schon in guten Zeiten extrem schwierig zu prognostizieren und schon da wird uns immer vorgeworfen, wir machen es nicht gut genug. Aber jetzt in der Situation sind die Prognosen und die Einschätzungen natürlich noch mit sehr viel größerer Unsicherheit verbunden. Insbesondere, weil wir auch die medizinische Seite sehr schlecht einschätzen können. Nicht wir als Wirtschaftswissenschaftler sowieso, nicht klar, aber selbst die Virologen nicht, weil es eben so eine neue Krankheit ist. Und an der Stelle muss ich sagen, dass ich schon sehr befremdet bin, wenn man dann hin und wieder in der Zeitung liest oder von manchen Kritikern liest, ja, diese Wissenschaftler, die ändern ständig ihre Meinung, die wissen ja wohl gar nichts. Natürlich ist es so, gerade die Virologen leben aktuell damit, dass sie ihre Meinung, ihre Empfehlungen anpassen, weil man eben täglich dazu lernt. Also was genau überträgt jetzt das Virus? Ist es wichtiger, Kontaktabstände zu haben? Ist es wichtiger, Mund und Nase zu bedecken oder die Hände zu waschen? All das weiß man einfach noch nicht gut und mit jeder neuen Studie, die man macht zu dem Thema, lernt man dazu und muss dementsprechend auch die Empfehlungen anpassen.
Und ich würde mir sehr wünschen, dass in der Öffentlichkeit auch mehr Verständnis dafür aufgebracht wird und wir dafür auch werben, alle, die wir jetzt auch hier heute sitzen, dass wir auch mehr dafür werben, das als genau den wissenschaftlichen Prozess zu verstehen. Wissenschaft heißt, man lernt neue Dinge dazu und revidiert dann Meinungen und Empfehlungen. Und genau damit werden wir also in den kommenden Wochen weiterhin leben müssen, weil wir eben nichts Genaues wissen, solange wir die medizinische Entwicklung nicht genau prognostizieren können. Gut, der langen Vorrede genug. Jetzt hier ein paar Schaubilder zum Thema, wie hat sich Covid-19 global verbreitet. Und das wirklich Frappierende ist eben, mit welcher Geschwindigkeit nach dem anfänglich ja sehr moderaten Geschehen in China sich diese Krankheit verbreitet hat. Die erste Phase China, da war das noch weit weg. Man dachte, na, so ein bisschen was wie Grippe, aber die hatten sowas früher auch schon mal. Das wird schon nicht so schlimm werden. Und dann sehen wir eben die zweite Phase, nachdem vor allem China und asiatische Länder betroffen waren. In der zweiten Phase die Ausbreitung dann in Europa, und zwar eben erst in Südeuropa, Italien vor allem, und dann auf dem gesamten Kontinent und da aber eben doch auch mit unterschiedlicher Intensität. Und schließlich in der dritten Phase die Ausbreitung weltweit, inwiefern man die Ausbreitung da erst beobachtet hat, weil auch da erst getestet wurde, das sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall haben wir seitdem weltweit ein massives Verbreitungsgeschehen. Jetzt eben auch in Südamerika und in Russland, nicht nur Vereinigte Staaten. Und wenn man sich das jetzt auf der Weltkarte anschaut, dann sieht man eben, dass wirklich inzwischen alle Kontinente betroffen sind. Afrika an der Stelle noch am wenigsten. Da gibt es verschiedene Gründe. Wieder die Frage, wird da nicht so viel getestet oder liegt es daran, dass wir hier vor allen Dingen eine sehr junge Bevölkerung haben und deswegen auch selbst bei Infektionen die Krankheitssymptome nicht so aufscheinen. Überall das kann spekuliert werden. Aber für uns an der Stelle ist die entscheidende Information, dass wir ja als exportstarkes Land und als Land, das auch stark von Inputs aus anderen Ländern lebt, jetzt mit einer Situation konfrontiert sind, in der all unsere Handelspartner betroffen sind. Und das ist etwas, was gleichzeitig auch bedeutet, wenn wir später darüber diskutieren, wie werden wir denn wieder Aufschwung schaffen, dann bedeutet das eben, das hängt sehr stark davon ab, wie sich das auch in den anderen Ländern entwickelt wird. Und deswegen komme ich auch am Ende so stark auf das Thema Europa zu sprechen, weil ich denke, das spielt dafür eine ganz wichtige Rolle. Ja, wie sieht es jetzt in einzelnen Ländern aus? Da spiegelt sich jetzt letztlich wieder, was ich eben gezeigt habe. Weltweit ein dramatischer Anstieg, wenn wir auf der linken Seite anschauen, Neuinfektionen je Million Einwohner, da sind wir immer noch bei sehr hohen Zahlen. In Deutschland sind die Zahlen inzwischen zum Glück sehr stark zurückgegangen, auch in Italien, auch in Frankreich. In den USA sind sie immer noch hoch, im Vereinigten Königreich sind sie noch hoch, in China deutlich runtergegangen, in Brasilien weiterhin ansteigend. Und wenn Sie sich wundern, dass da hin und wieder so Ausreißer, so sieht es fast aus, so hohe Spikes drin sind, dann liegt das vor allen Dingen daran, dass in den Ländern hin und wieder die Art, wie man gemessen hat, geändert wurde oder wie berichtet wurde. Und deswegen hat man dann manchmal diese hohen Ausschläge. Ja, in Deutschland, das ist ein Schaubild, das Sie sicherlich sich schon oft angeschaut haben. Wir sehen es täglich in der Zeitung. Wir sehen, die Zahl ist stark gestiegen, aber der Anstieg hat sich eben jetzt doch sehr abgeflacht. Wir haben sehr viele Genesen. Die Zahl der Todesfälle geht täglich zurück. Und das ist der Hoffnungsschimmer, den wir haben, dass wir die gesundheitlichen Auswirkungen jetzt doch in den Griff bekommen. Mit der Unsicherheit, dass wir nicht wissen, was passiert, wenn wir weiterhin öffnen und insbesondere, wenn die Bevölkerung irgendwann auch nicht mehr so diszipliniert sich an die Maßnahmen hält, wie das zumindest in den ersten Wochen und Monaten der Fall war. Sie kennen alle diese Diskussion. Gut, an der Stelle jetzt, was genau sind die Hintergründe für die eingeschränkte wirtschaftliche Aktivität? Das wird ja immer vor allen Dingen daran festgemacht, dass wir diese behördlichen Schließungen haben. Aber das ist natürlich nur ein
kleiner Anteil. Wir sehen auf dem folgenden Schaubild links die Bruttowertschöpfung und rechts die Beschäftigten. Und zwar jeweils im Dienstleistungssektor jetzt für das Jahr 2017, weil wir da das sehr schön an den Zahlen verdeutlichen können. Und da sieht man eben auf der, letztlich in beiden ganz ähnlich, wir sehen, dass der überwiegende Teil in diesem Dienstleistungssektor weiterhin geöffnet ist. Das sind die blau schraffierten Flächen. Tatsächlich überwiegend geschlossen haben wir nur ganz wenige Bereiche. Das ist dann Beherbergung, Gastronomie, das ist der Kfz-Handel, Handel mit Bekleidung, Schuhen, Lederwaren. Also diese Bereiche sind tatsächlich überwiegend geschlossen gewesen, sollte ich sagen. Inzwischen ist das meiste ja schon wieder geöffnet. Die allermeisten anderen Bereiche waren nie wirklich geschlossen. Und gut, im Bereich öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit kann man das leider nicht genau abgrenzen. Da haben wir Bereiche, die geschlossen waren und zum Teil noch sind, Schulen, Universitäten. Und wir haben andere Bereiche, die geöffnet gewesen sind. Was die Grafik nur verdeutlichen soll, ist, es ist nicht nur einfach, dass der Staat alles zugemacht hat, sondern es war mehr. Und was haben wir darüber hinaus? Nun, wir haben eben die fehlenden Vorleistungen. Und das sehen wir an dem folgenden Schaubild. Wir sind eben als Wirtschaftsstandort Deutschland sehr stark international verflochten und in hohem Umfang auch von Vorleistungszulieferungen aus dem Ausland angewiesen. Was man in dieser Grafik sieht, sind die Vorleistungsanteile der deutschen Wirtschaft. Wir sehen das in der linken, im linken Balken für Handel und Dienstleistungen und daneben verarbeitendes Gewerbe. Und die restlichen Balken spalten dann dieses verarbeitende Gewerbe weiter auf. Wir sehen im Handel und bei den Dienstleistungen ist insgesamt der Vorleistungsanteil nicht besonders hoch, unter 40%, und davon ganz wenig aus dem Ausland. Und wenn wir sehen aus dem Ausland, dann ist blau immer Ausland EU und orange sind Vorleistungen, die außerhalb der EU bezogen werden. Im verarbeitenden Gewerbe, das ist der zweite Balken, sehen wir einen deutlich höheren Vorleistungsanteil. Und hier sehen wir eben auch, ein sehr hoher Anteil kommt aus der EU, aber eben nicht nur. Wir haben eben auch Anteile, die von außerhalb der EU kommen. Und was wir also insgesamt an der Stelle sagen können, ist, das verarbeitende Gewerbe ist stark auf Vorleistungen angewiesen. Im Schnitt über 50% des Produktionswertes, und zwar in den wichtigsten Bereichen. In manchen geht es darüber hinaus. Und von diesen Vorleistungen entfällt zwischen einem Viertel und der Hälfte auf Importe aus dem Ausland. Und das verdeutlicht, wenn es da stockt, dann heißt es einfach, dass auch nicht produziert werden kann. Ja, dann haben wir das nächste Problem. Wir haben fehlende Nachfrage. Wir sind eben einerseits natürlich im Inland selbst mit diesem Nachfragerückgang konfrontiert gewesen. Hier als Beispiel Restaurantreservierungen, die, wenn wir uns das jetzt mal für Deutschland anschauen, die blaue Linie eben ab Anfang März dann gegen allmählich sozusagen gegen Null gegangen sind, weil wir ja die Restaurants geschlossen haben. Und in der rechten Grafik sehen wir umgekehrt die Flugbewegungen wieder im Vergleich zu den Vorjahren. Und da sehen wir wieder, dass im Jahr 2020 wir einen massiven Einbruch gehabt haben. Und ich war ausgegebenem Anlass gestern am Flughafen. Es fühlt sich gespenstisch an, weil am Ende fliegen 4, 5 Flugzeuge am Tag. Das ist mit Händen zu greifen, was hier passiert. Dann haben wir eine Aufspaltung, welche Bereiche nun besonders bei diesem Nachfragerückgang betroffen sind. Wir sehen hier in der linken Grafik, wenn wir das Risikoszenario zugrunde legen, das wir im Sondergutachten berechnet haben, bedeutet, wir rechnen mit 7 Wochen Shutdown, 5 Wochen Erholung, dann sehen wir schon, was es in den einzelnen Bereichen ausmacht, wie viel die jeweils zu dem gesamten Bruttoinlandsproduktrückgang in Prozentpunkten beitragen.
Also wenn wir davon ausgehen, insgesamt gehen wir um etwas mehr als 7% zurück in der, im Bruttoinlandsprodukt, dann sehen wir eben, Gesundheit ist natürlich etwas gestiegen, 0,2. Und Grundbedarf aus dem Gesundheitsbereich ist, trägt etwas jetzt zum Bruttoinlandsprodukt bei, aber alle anderen Bereiche sind eben massiv negativ betroffen. Das sind die Fahrzeuge, das ist überhaupt Verkehrsdienstleistungen wie Luftfahrt, ja, Gebrauchsgüter, Freizeit, Kulturleistungen und so weiter, Reisedienstleistungen. Das alles trägt zu diesem Rückgang bei. Wir sehen in der rechten Grafik Arbeitslosigkeit und angezeigte Kurzarbeit. Und auch da sehen wir eben gerade bei der angezeigten konjunkturellen Kurzarbeit diesen massiven Anstieg jetzt zum Jahr 2020, also in der aktuellen Phase. Jetzt muss man an der Stelle allerdings sagen, angezeigte Kurzarbeit haben wir aktuell im April rund 10 Millionen. Das sind aber nicht realisierte Kurzarbeiter, sondern das sind die Unternehmen, die angezeigt haben, so und so viel, für so und so viele könnte das relevant sein. Wie viel tatsächlich davon sich realisieren, können wir aktuell nicht sagen. Die Zahlen liegen noch nicht vor. Wir können nur sagen, in der letzten Krise, in der Finanzkrise, wo ja auch ganz viel mit Kurzarbeit gearbeitet wurde, haben nur ungefähr ein Drittel der Beschäftigten wirklich Kurzarbeit geleistet, die ursprünglich angezeigt waren und in Vollzeitäquivalenten. Also wenn man sich überlegt, wie viel weniger ist wirklich gearbeitet worden, waren das nochmal von diesem Drittel nur ein Drittel. Also das heißt, selbst wenn hier jetzt so massiver Anstieg von Kurzarbeit ja, sich andeutet, heißt das nicht, dass jetzt 10 Millionen wirklich in Kurzarbeit sind, sondern das ist bisher nur die potenzielle Ankündigung. Die nächste wichtige Nachfragekomponente ist der Export. Und wir wissen alle, die deutsche Wirtschaft ist extrem exportorientiert, manche Bereiche stärker als andere. Gerade Kraftwagen, Maschinen, chemische Erzeugnisse, das sind alles Bereiche, in denen wir einen sehr hohen Anteil haben der Produktion, der ins Ausland geht. Über 50% der Gesamtnachfrage insgesamt kommt aus dem Export. Und in dem Sinne sind wir eben auch da sehr stark davon betroffen, dass auch in den anderen Ländern die Nachfrage jetzt so eingebrochen ist. Insbesondere haben wir hier auch eine hohe Bedeutung von Nicht-EU-Märkten im Vergleich jetzt zu den Zulieferungen, also USA, China sind da besonders relevante Märkte. Ich glaube, das überspringe ich jetzt einfach, damit wir nicht so ganz lange bei diesen Zahlen bleiben. Die anderen Bereiche, die dazu beitragen, dass die Wirtschaft so eingebrochen ist, ist natürlich, die Mitarbeiter sind zum Teil krank gewesen, ja, oder in Quarantäne gesteckt worden oder ja, aus Schutzgründen nicht beschäftigt worden. Und wir haben außerdem natürlich das große Thema wegbrechende Kinderbetreuung. Die Kinder, die nicht in die Schule können oder in die Kita, mussten zu Hause betreut werden, müssen noch zu Hause betreut werden, was bedeutet, dass manche Beschäftigte dementsprechend auch nicht arbeiten gehen können. Ja, in dem Sinne heißt das aber, Fazit, wir haben so viele unterschiedliche Gründe für die Einschränkung der wirtschaftlichen Aktivität, dass man jetzt auch nicht einfach sagen kann, so jetzt heben wir die ganzen Beschränkungen auf und damit fährt die Wirtschaft wieder an, sondern das ist wirklich eine vielfältige Gemengelage und man muss an vielen Stellschrauben drehen, damit das alles wieder zu uns laufen kommt. Was bedeutet das jetzt für die Prognosen und Szenarien für die Entwicklung? Wenn man sich die jüngsten Umfrageindikatoren anschaut, dann sehen wir einen historischen Einbruch im ersten Halbjahr. Einkaufsmanager-Index, einfach massiver Abschwung. IFO-Geschäftsklima-Index, wir sehen für 2020 einen massiven Einbruch. Wir sehen aber auch, und das sind die Zahlen von gestern, die wir gleich noch eingefügt haben, wir sehen tatsächlich auch schon die ersten Anzeichen für die Erholung. Also es ist damit zu rechnen, und das wäre jetzt unsere Argumentation, dass wir vielleicht tatsächlich bei dem V-Szenario landen, das wir als Sachverständigen
gerade prognostiziert haben, noch vor meiner Zeit, also meine Kollegen. Damals wurden drei Szenarien vorgestellt, ein Einfahrausszenario, sogenanntes Basisszenario, ein Risikoszenario, ausgeprägtes V und ein Risikoszenario, langes U, je nachdem, wie lange denn dieser Shutdown dauern würde, wie schnell sich alles wieder erholen würde. Dieses Basisszenario, muss man sagen, ja, realisiert sich nicht. Da wäre ein Rückgang von nur 2,8% des BIP prognostiziert worden. Aktuell sieht es doch deutlich mehr aus. Das tiefe V-Szenario, das wären 5,4. Und wie man sieht, der Überblick über die Prognosen, die wir so in den letzten Monaten von verschiedenen Instituten gesehen haben, dann gehen die Zahlen bis runter auf -7%. Das war eine der jüngsten Prognosen. Also keiner erwartet aktuell einen zweistelligen Einbruch, das nicht. Und wieder, es hängt sehr viel davon ab, ob wir jetzt dann auch schnell die Wirtschaft wieder ins Laufen bekommen. Die Rezession ist global. Also dieses V-Szenario, so wie wir das prognostiziert haben, das ist auch für die Weltwirtschaft zu erwarten. Und wenn man jetzt unterteilt, blaue Linie für fortgeschrittene Volkswirtschaften, orange Linie für Schwellen- und Entwicklungsländern, dann sieht man ähnliche Muster. Die geschraffierte Linie ist immer die ursprüngliche Prognose, die man noch zu Jahresbeginn hatte. Und da sieht man natürlich für Schwellen- und Entwicklungsländer höhere Wachstumsraten. Die wachsen natürlich noch stärker, als wir es als fortgeschrittene Volkswirtschaften tun. Aber in beiden Fällen sehen wir einen massiven Einbruch. Und wir werden nicht vor 2022 zu dem ursprünglichen Potenzial zurückkommen. Davon kann man eigentlich ausgehen. Gut, interessant auch der Blick auf verschiedene Branchen und hier jetzt speziell Bedeutung von Tourismus, Gastgewerbe, Beherbergung und Gastronomie. Da sieht man jetzt im Vergleich der europäischen Länder, dass das eben für einige Länder deutlich gravierender ist, beziehungsweise dass die stärker betroffen sind, weil sie eben stärker in diesem Bereich aktiv sind. Wenn wir Italien, Spanien anschauen, beispielsweise Griechenland, dann sind das eben Länder, in denen der Anteil an den Erwerbstätigen in den Branchen Gastronomie und Hotelgewerbe sehr viel höher ist, als das in Deutschland beispielsweise der Fall ist. Ja, wie kommen wir jetzt aus der Krise wieder raus? Ich will an der Stelle nicht so stark darauf eingehen, was es alles schon an Hilfspaketen gegeben hat. Wenn Sie davon betroffen sind, wissen Sie das ohnehin aktuell besonders gut. Ich glaube, es geht wirklich eher darum, jetzt zu diskutieren, wie man mit konjunkturellen Maßnahmen möglicherweise weiter dazu beitragen kann, dass sich die Lage verbessert. Ich habe nur einen Punkt hier herausgegriffen aus dem aktuellen Hilfspaketen, weil das nun jetzt gerade gestern entschieden worden ist, die Staatsbeteiligung für die Lufthansa, wo jetzt mit Hilfe einer stillen Beteiligung Lufthansa am Leben gehalten werden soll. Sie werden gesehen haben, da wird es 5,7 Milliarden stille Beteiligung geben. Es gibt eine Kapitalerhöhung, in dem sich der Staat direkt beteiligt, 20% der Aktien übernimmt, die aktuell wenig wert sind. Deswegen sind das nur 300 Millionen Euro. Und dann gibt es noch diese Wandelschuldverschreibung, die dazu genutzt werden kann, dass man noch 5% Aktien dazu erwirbt plus eine, sodass man im Zweifel, und hier bedeutet im Zweifel, im Falle einer ausländischen Übernahmedrohung einschreiten kann und eine Sperrminorität nutzen kann. Und dazu gibt es noch eine Kreditfazilität nochmal von 3 Milliarden, sodass wir bei 9 Milliarden landen. Es gibt verschiedene Auflagen. Verzicht auf Dividende ist eine Auflage, Vergütungsbeschränkungen für Manager, die zwei Aufsichtsratssitze, die festgelegt worden sind. An der Stelle sollte man sagen, das muss noch genehmigt werden, einerseits von der EU-Kommission und dann auch Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung. Und das könnte dann, gerade wenn es um die EU-Kommission geht, vielleicht auch nochmal zu weiteren Auflagen führen. Das wird man sehen. Und wie entscheidend es jetzt ist, dass es diese Sperrminorität gibt, darüber können wir vielleicht auch später noch diskutieren.
An der Stelle stellt sich nämlich die Frage, wie realistisch wäre es überhaupt, dass es zu einem Übernahmeangebot aus dem Ausland kommt? Das hätte nicht notwendigerweise für alle gleichermaßen attraktive Aussichten. Für außereuropäische Investoren beispielsweise ist gar nicht klar, dass sie die Verkehrsrechte mit übernehmen könnten. Die würden sie unter Umständen verlieren und dann ist das Ganze auch nicht mehr so attraktiv. Und welche europäische Konkurrent in der Lage wäre, aktuell was zu übernehmen, das ist auch fraglich. Aber immerhin, das schien dem Staat so wichtig zu sein, dass er dafür sich die Sperrminorität vorbehalten hat. Ja, jetzt ist die Frage, was für Nachfragestimuli kann man setzen? Und an der Stelle sagen wir als Sachverständigenrat, dass wir solche temporäre Nachfragestimuli nur für begrenzt wirkungsvoll halten. Man sollte einfach vorausschicken, wir sind eben durch die automatischen Stabilisatoren schon sehr gut aufgestellt, jetzt im Vergleich zu USA beispielsweise, weil wir ja ein sehr gutes Sozialsystem haben, Kurzarbeitgeld haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht diesen Anstieg, diesen massiven Anstieg an Arbeitslosigkeit und dementsprechend diesen massiven Ausfall an Nachfrage, weil die Leute kein Geld mehr haben. Tatsächlich üben sie möglicherweise Konsumzurückhaltung aus Unsicherheit, wie die gesundheitliche Lage ist, möglicherweise auch aus Unsicherheit über ihren Arbeitsplatz. Das kann natürlich sein. Wie stark die Aufholeffekte sein werden, hängt sehr stark davon ab, wie die Kapazitäten betroffen sind. Auch jetzt gerade durch Nachfragestimuli, wie sehr könnte das überhaupt zu realisierter Nachfrage kommen, wenn im Gastronomiebereich beispielsweise Abstandsregeln eingehalten werden müssen, kann man da gar nicht im großen Umfang zusätzliche Nachfrage stimulieren. Und die Frage ist, welchen Effekt werden Nachholeffekte haben? Bei langlebigen Gütern ist damit zu rechnen, wenn man den Kauf der Waschmaschine ein bisschen rausgeschoben hat, dass das dann eben jetzt nachgeholt wird. Oder beim Auto, bei kurzlebigen, ja, der Haarschnitt, der nicht passiert ist, der wird jetzt nicht ein zweites Mal nachgeholt. Bei den fiskalen politischen Maßnahmen, die denn wahrscheinlich ergriffen werden, sollte man sehr stark darauf schauen, dass die Unterstützung dort ankommt, wo sie nötig ist und die wirtschaftliche Erholung wirklich unterstützt und dann auch die richtigen Anreize setzt, dann auf die will ich gleich zu sprechen kommen. Sie muss aber auch mit den Lockerungsstrategien abgestimmt sein. Man kann jetzt nicht Stimuli geben, wenn gleichzeitig die Menschen noch gar nicht in der Lage sind, ihre Nachfrage umzusetzen, weil sie das Haus nicht verlassen dürfen oder die Geschäfte noch nicht geöffnet sind. Das muss man also entsprechend mit den Schutzkonzepten abstimmen. Und eine entscheidende Frage an der Stelle ist, wie schafft man es, die Erwartungen tatsächlich zu stabilisieren? Und damit hängt natürlich auch zusammen, was erwartet man, wie der Staat in Zukunft mit dem aktuell zu aufzunehmenden Schulden umgehen wird. Wir haben uns sehr stark dagegen ausgesprochen, branchenspezifische Maßnahmen durchzuführen. Und das prominente Beispiel sind die Kaufprämien für Autos, insbesondere für Autos mit alter Technologie, Verbrennerautos. Wir sehen insgesamt bei branchenspezifischen Maßnahmen das Problem, dass sie die bestehenden Strukturen verfestigt, ohne konjunkturelle Wirkung zu entfalten. Bei dem letzten Maßnahmenpaket für Kaufprämien war es eben so, dass das nicht wirklich funktioniert hat. Ich zeige das an dieser Grafik gleich. 2009 hat man eben diese Umweltprämie eingeführt und weit mehr als die Hälfte der Autos, die damit gekauft worden sind, waren von ausländischen Herstellern. Es sind also gar nicht deutschen Herstellern zugute gekommen. Man hatte starke Mitnahmeeffekte, man hatte starke Vorzieheffekte. Also an der Stelle sehen wir das als teure und ineffektive Maßnahme an. Und ich habe mich zu dem Thema jetzt schon viel geäußert. Ich will da einfach nochmal das in den weiteren Kontext einbinden. Wir sehen gerade, die Automobilhersteller haben in den letzten Jahren sehr hohe Gewinne gemacht, hätten für dieses Jahr weitere Dividendenausschüttungen geplant, nehmen davon bisher keinen Abstand. Und an der Stelle kann ich nur sagen, von dem Schausteller, von dem Kleinkünstler, der aktuell zu Hause sitzt und nicht auftreten kann, erwartet man, dass er von seinem Ersparten lebt, von großen Unternehmen. Scheint man das nicht zu erwarten oder die selber denken, sie müssten das nicht leisten. Da sehe ich doch eine gewaltige Verwerfung an der Stelle.
Man muss auch sagen, dass der Strukturwandel einfach nicht so in die Gänge gekommen ist, wie es nötig wäre, um jetzt international weiter konkurrenzfähig zu sein in den neuen Technologien. Und an der Stelle, das ist meine persönliche Meinung, habe ich den Verdacht, das hat man auch ein bisschen im Vertrauen auf die politische Unterstützung gemacht, dass man gar nicht diesen Druck hat, auf erneuerbare Technologien zu setzen, auf die neuen Technologien zu setzen. Dass man das bisher auch versäumt hat, sieht man einfach auch schon daran, dass die Verkehrsbranche insgesamt bisher keinen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen geleistet hat. Also alles, was an effizienteren Motoren möglich gewesen wäre, ist überkompensiert worden dadurch, dass größere Autos mit mehr PS gekauft worden sind und dementsprechend also der Gesamtbeitrag zu den CO2-Maßnahmen, zu den CO2-Emissionen aus dem Verkehrsbereich nicht zurückgegangen ist. Ja, ähnlich problematisch sehen wir Konsumgutscheine insgesamt, wie sie ja auch von manchen Seiten gefordert werden. Wieder, wir haben jetzt noch natürlich keine aktuellen Daten dazu, aber wenn man sich das aus früheren Studien ansieht, von 2009 haben wir eine entsprechende Studie. Da sieht man einfach, dass das typischerweise ganz viel dafür genutzt wird, um das Geld zu sparen. Also die meisten würden ohnehin das kaufen, was sie kaufen würden und dann das geschenkte Geld sozusagen in die Tasche stecken. Dass das sehr effektiv ist, darf man anzweifeln. Was für konkrete Vorschläge haben wir jetzt als Sachverständigenrat gemacht? Unser Vorschlag ist zunächst, einen steuerlichen Verlustrücktrag oder Vortrag auszuweiten, dann die Stromsteuer und die EEG-Umlage zu senken und private und öffentliche Investitionen zu fördern. Beim steuerlichen Verlustrücktrag bzw. im Vortrag sehen wir den großen Vorteil, dass man jetzt genau die Unternehmen fördert, die schon im letzten Jahr ein sehr gutes Geschäftsmodell haben und da Gewinne gemacht haben. Wenn man jetzt in diesem Jahr Verluste macht aufgrund der Krise, dann ist man aber eben trotzdem ein Unternehmen, das grundsätzlich auf dem richtigen Weg ist und das führt jetzt unmittelbar branchenübergreifend direkt Liquidität zu. Und beim Verlustvortrag hat man den Vorteil, dass es jetzt auch den Anreiz erhöht, zu investieren und dann eben mittelfristig mehr zu wachsen. Ich werde jetzt gar nicht mehr so sehr auf die Grafik eingehen, sondern gleich das nächste Thema ansprechen. Energiepreisreform, das wäre eine zweite Maßnahme, für die wir uns stark machen, nämlich den Stromsteueranteil zu senken auf den europäischen Mindestsatz und die EEG-Umlage zu reduzieren. Das hätte den direkten Vorteil, dass die Haushalte und die Unternehmen, die davon betroffen sind, spürbar entlastet werden. Das sieht man in der rechten Grafik. Man sieht, wie viel Euro pro Jahr die Haushalte in den unterschiedlichen Einkommensdezilen für die EEG-Umlage aufbringen müssen. Das wegzunehmen und anders zu finanzieren, wäre also gleich eine spürbare Entlastung. Und das bedeutet vor allen Dingen, und das sind die orangen Punkte, vor allem für die niedrigen Einkommen ein höherer Anteil an ihrem Budget als für die höheren Einkommen. Also das hat auch eine gewisse regressive Wirkung. Es hat darüber hinaus, und das ist uns so wichtig, genau den Anreizeffekt, den wir haben wollen, nämlich es reduziert die Verzerrungen der Energiepreise. Wir haben zu hohe Strompreise und dementsprechend zu viel Verwendung von fossilen Energien. Wenn wir einen niedrigeren Strompreis hätten, würde das nicht nur unmittelbar im Budget entlasten, sondern man hätte auch genau den richtigen Impuls, um die Transformation zu alternativen Energiesystemen zu schaffen, Anreize zur Sektorkoppelung zu geben, den Menschen beispielsweise die Anreize zu geben, in eine Wärmepumpe zu investieren. Ich verzichte an der Stelle auf die Grafik und gehe gleich auf den dritten Punkt ein, nämlich private und öffentliche Investitionen fördern. Das ist jetzt genau die Zeit, wo es darum geht, private Investitionen zu unterstützen, weil die eben dann dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft Wirtschaftskraft haben, sodass wir dann auch die Schulden wieder abbauen können, die wir aktuell anhäufen.
Und dafür braucht es Anreize zur Bildung von Humankapital und zum Ausbau insbesondere der Digitalisierung. Wir leben aktuell alle, wo es noch hakt bei der Digitalisierung und dass wir da deutliche Lücken haben, die es auszugleichen gibt. Das Gleiche gilt für öffentliche Investitionen. In den letzten Jahren war die Bauwirtschaft massiv ausgelastet. Das wird sich jetzt in der Krise ändern und da wird es dementsprechend auch Chancen geben, hier Impulse zu setzen. Wir brauchen Investitionen im Gesundheitswesen, im öffentlichen Nahverkehr, Netzinfrastruktur, Infrastruktur für die emissionsneutrale Mobilität. Also wir denken hier an Ladestationen oder Tankstellen für Wasserstoff. Wir brauchen einen verstärkten Breitbandausbau, Digitalisierung von Behörden und Schulen. All das, was wir gerade jetzt erleben. Nicht, weil wir mit der nächsten Pandemie rechnen sollen, weil es insgesamt unsere Wirtschaft sehr stärken würde, wenn wir diese Digitalisierung vorantreiben. Der Staat muss hier jetzt nicht immer selbst als Investor auftreten. Hier kann auch einfach eine koordinierende Funktion übernommen werden oder eine Zuschussfunktion übernommen werden. Ja, und all das setzt auch in gewissem Umfang eine internationale Koordination voraus. Wir brauchen eben die funktionierende Weltwirtschaft, weil wir eben so stark verflochten sind in dem Export, in den internationalen Lieferketten. Und das gilt natürlich auch auf der EU-Ebene. Das hatte ich ja schon gesagt. An der Stelle kurzer Einschub. Ist das jetzt das Ende der Globalisierung? Sehen wir, dass das zu weit gegangen ist? Manche sagen ja, wir haben da zu viel auf Zulieferprodukte aus dem Ausland vertraut und sollten mehr zu nationalen Lieferketten zurückkehren. Ich halte das nicht für die richtige Diagnose. Wenn wir ein Problem haben, dann unter Umständen, dass wir die Lieferketten zu schlecht diversifiziert haben, zu wenig diversifiziert haben. Dass das eben auch bisher bei Unternehmensbewertungen gar keine Rolle gespielt haben. Wie sehr ist man von einzelnen Ländern, von einzelnen Zulieferern abhängig? Darauf in Zukunft stärker zu achten, ist Aufgabe der Unternehmer und ihrer Investoren. Und dann wird sich das in Zukunft auch ändern. Also das ist an sich nicht das Problem, aber das verursacht natürlich Kosten und diese Kosten und Nutzen muss man abwägen. Wie es auch im Gesundheitsbereich natürlich in Zukunft die Diskussion geben wird, wie viel Lagerhaltung brauchen wir, was wollen wir selber herstellen, auch wenn es teurer ist, da muss man genau diese Risiko- und Kostenabwägung vornehmen. Bei den Absatzmärkten im Ausland muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal die Diskussion führen, wenn man so stark auch von Absätzen in bestimmten Ländern abhängig ist, wie sehr macht man sich da politisch auch abwässbar, das können wir gerne noch diskutieren. Ja, jetzt letzter Punkt, deutsch-französische EU-Initiative. Sie haben das alle verfolgt. Der Vorschlag von Macron und Merkel ist, einen Fonds zur wirtschaftlichen Erholung mit einem Umfang von 500 Milliarden Euro aufzulegen. Dafür soll die EU-Kommission Mittel an den Finanzmärkten aufnehmen, die dann in den Haushalt eingehen. Und diese Mittel sollen als Zuschüsse für die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Branchen und Regionen fließen. Das soll ausgezahlt werden über 3 Jahre, jedes Jahr also rund 165 Milliarden. Und noch nicht ganz geklärt ist, wie man das jetzt genau überwacht, die Zweckbindung. Aber Sie alle haben schon gehört, das wird kritisiert. Aus Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden kommt die Kritik, dass das als Zuschuss vergeben soll und nicht als Kredit. Die Maßnahmen, so wie sie vorgeschlagen sind in diesem Macron-Merkel-Vorschlag, sollen dann unterstützt werden durch weitere Aspekte, nämlich der Green Deal soll beschleunigt werden, es soll eine Gesundheitsstrategie verfolgt werden, es soll Investitionen in die Digitalisierung geben. Ja, damit komme ich schon zu meinem Fazit und das will ich jetzt explizit als mein eigenes Fazit verstanden wissen. Ich habe jetzt am Ende so ein bisschen auf die Tube gedrückt, damit wir noch Zeit für die Diskussion haben. Lassen Sie mich aber jetzt im Fazit nochmal versuchen, meine wichtigsten Punkte klarzumachen. Diese Konjunkturpakete, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, von denen einige mehr, andere weniger geeignet sind aus unserer Sicht, die haben ja alle das Ziel, jetzt die Krise zu überwinden. Aus meiner Sicht ist es für die Überwindung der Krise und eben den späteren Abbau der Schulden
gar nicht so sehr entscheidend an der Stelle, wie viel wir ausgeben, sondern eben genau wofür. Also es ist schon sehr wichtig, sich zu überlegen, was machen wir mit dem Geld? Und ich halte das für ganz zentral, dass wir die Krise als Chance nutzen, um den strukturellen Wandel voranzutreiben, den notwendigen strukturellen Wandel voranzutreiben, will ich an der Stelle betonen, aus Klimaschutzgründen notwendig, beziehungsweise wegen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit notwendigen Wandel. Und das heißt, wir brauchen zukunftsfähige Geschäftsmodelle und dafür müssen wir auch in die Infrastruktur, in die Bildung, in die Digitalisierung investieren, um eben auf all diesen Gebieten, Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung, E-Government wäre noch so ein Thema, voranzukommen. Und wenn wir das Geld jetzt für die falschen Dinge ausgeben, für kurzfristige Maßnahmen, die verpuffen, die nicht diesen strukturbildenden Charakter haben, dann verpassen wir eine Chance, denn in 2-3 Jahren werden wir das Geld nicht haben, dann werden wir hochverschuldet sein und dann müssen wir sparen, das ist ganz offensichtlich. Also wenn wir jetzt das Geld nicht für die richtigen Dinge ausgeben, dann fehlen sie uns hinterher massiv. Und das wird uns im Wachstum massiv beeinträchtigen. Und mein zweiter wichtiger Punkt ist, wie gut wir die Krise überwinden, hängt eben auch davon ab, wie gut die anderen EU-Länder die Krise überwinden. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, wir müssen ein neues Narrativ für die EU haben. Das heißt, wir brauchen wirklich gemeinsame Projekte, die Europa stark und zukunftsfähig machen. Es kann nicht angehen, dass wir ständig nur darüber streiten, wer ist Nettozahler, wer ist Nettoempfänger. Wir müssen die EU als die Chance für uns verstehen, uns international stark darzustellen, beispielsweise auch durch unseren Binnenmarkt, den wir noch stärker vorantreiben müssen, uns so aufzustellen, dass wir in den Bereichen, wo wir noch nicht so gut sind, wirklich noch besser darstellen können. Das wäre beispielsweise Digitalisierung. Da würden wir massiv davon profitieren, wenn wir diesen Markt noch stärker nutzen, die Größe unseres Marktes. Aber das gilt natürlich auch für Green Deal und Gesundheit. Das sind die Themen, die ich denke, die wir als neue Projekte, als gemeinsame Projekte vorantreiben sollten, um Europa mit Zukunft zu sehen und nicht nur ein Europa, in dem wir uns nur streiten. Und mit diesem Fazit möchte ich enden und freue mich auf die Fragen und Diskussionen und entschuldige mich, dass ich natürlich doch viel zu lange geredet habe. Ja, liebe Frau Professor Schnitzer, das ist völlig in Ordnung. Vielen Dank für diesen großen Tour d'Horizon und diese vielen Anregungen. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen hier auch schon. An der Stelle der Hinweis, Fragen gerne auch über unsere Facebook-Seite, wo das ja auch übertragen wurde, falls Sie da zuschauen. Und auch auf die eine konkrete organisatorische Frage gleich zu antworten. Wir werden natürlich diese Folien, wenn es Frau Professor Schnitzer es erlaubt, auch über den Wirtschaftsbeirat, über unsere Webseite zur Verfügung stellen. Im Nachgang können Sie sich die anschauen. Sie hatten Europa erwähnt und auch, dass das Teil einer Lösung sein kann und dass man sich nicht streiten soll, sondern nach Lösungen suchen soll. Und auch jetzt die gleich schon in Anfangsmomenten Diskussion, die jetzt um den Merkel-Macron-Vorschlag entstanden ist. Wie groß sehen Sie denn die Chance, dass wir hier auf europäischer Ebene ein gemeinsames Vorgehen kriegen, um dann auch diese verschiedensten Interessenslagen, die es gibt, unter einen Hut zu bringen? Weil Sie sagen ja zu Recht, es kommt nicht darauf an, wie viel Geld man ausgibt, wofür man es ausgibt und Gefahr, die einige sehen, ist ja, dass manche europäische Länder, ohne Namen nennen zu wollen, Hilfsmittel ausgeben, um Haushalte zu sanieren. Wie sehen Sie die Mechanismen, die wir brauchen, damit tatsächlich dieser Effekt, das Geld an der richtigen Stelle auszugeben, auch europaweit funktioniert? Und vielleicht damit gleich kommt eine Frage, dadurch, dass die Schulden entsprechend ansteigen werden, dass natürlich auch die Finanzmärkte entsprechend jetzt auch geflutet werden durch die EZB. Wie groß sehen Sie denn die Gefahr einer europäischen Inflation, Klammer auf, die wir ja eigentlich schon lange in kleinem Maße haben wollen, aber vor allem eine Hyperinflation, Klammer zu? Also zum ersten Punkt, können wir kontrollieren oder wie kontrollieren wir, dass die Mittel richtig verwendet werden? Ich glaube, dafür ist es gerade so wichtig, dass wir das an konkreten Projekten festmachen, dass wir sagen, okay, es muss jetzt Hilfsmaßnahmen, die Corona-bedingt sind, geben, beispielsweise im Gesundheitsbereich, beispielsweise im Aufbau von bestimmten Wirtschaftsstrukturen, die dann auch wirklich langfristig wirken. Und die beste Möglichkeit wäre tatsächlich dadurch gegeben, dass man sagt, man macht das an konkreten Themen fest und überwacht das dann auch.
Ich glaube, wenn man das sicherstellen kann, und ich habe Hoffnung, dass man das kann, weil den Unternehmen ja, den Ländern ja was dran liegt, dass es zu diesem Maßnahmenpaket kommt, dann sollte das in der Tat möglich sein. Und dann wäre meine Hoffnung, dass wir die Länder, die sich aktuell noch so dagegen stellen, an der Stelle doch mit einbinden können. Aber das muss tatsächlich auch mit dem klaren Verständnis verbunden sein. Wir haben einerseits jetzt eine Ausnahmesituation, die Zuschüsse verlangt, und andererseits aber auch eine Zukunftsrichtung, in die wir investieren wollen, sodass wir hinterher alle gut aus der Krise rauskommen. Führt das alles, also jetzt nicht dieses Paket, aber führen andere Maßnahmen, EZB haben Sie jetzt genannt, zu Inflation, wir hatten, und gar zu Hyperinflation, wir haben in den letzten Jahren tatsächlich mit dem gegenteiligen Problem zu kämpfen. Wir haben deswegen die Maßnahmen der EZB, weil wir eher mit dem Problem sinkender Preise, Deflation zu kämpfen hatten und das verhindern wollten. Also die Hyperinflation sehe ich aktuell noch überhaupt nicht. Wenn wir kurz bei Europa bleiben, Europa hat ja im ersten Moment, sage ich mal, ein wenig gestottert. Ich habe mir von Experten sagen lassen, es lag auch banal daran, dass schlicht und ergreifend Belgien einfach alles dicht gemacht hat und die Europäische Kommission nicht arbeitsfähig war, was auch an sich schon mal tragisch ist. Aber wir haben ja auch durchaus hier die verschiedensten Reaktionen in den Gesundheitssystemen erlebt. Wie sehen Sie denn hier die Notwendigkeit, dass wir auf europäischer Ebene einige Dinge organisatorisch harmonisieren? Stichwort ja, Gesundheitssystem, ob das jetzt nicht durchaus auf der europäischen Ebene zumindest mal, was die Reaktionssysteme angeht, zusammengefasst werden. Und auch die Tatsache, dass wir ja europäische Lieferketten brauchen. Sie hatten ja die Abhängigkeit Deutschlands von den Zulieferern, vor allem in Europa, angesprochen. Und das war ja ein kurzer erster Schock, als die Grenzen dicht waren. Das hat aber relativ schnell funktioniert. Aber trotzdem, wie sehr wir auch eine Besinnung auf europäische Lieferketten brauchen, was ja gerade in dem Zeitalter der Digitalisierung und der Effizienzsteigerung, die den Faktor Arbeitskraft ja immer mehr als Produktionskostenanteil in den Hintergrund treibt. Wie sehen Sie denn diese beiden Punkte, Gesundheits- und europäische Lieferketten? Also ich denke eben gerade das Gesundheitssystem ist eigentlich ein ideales Thema, um es auf die europäische Ebene zu heben, weil wir tatsächlich so stark davon betroffen sind, wenn es in einem Land nicht funktioniert. Also das aktuell wird darüber diskutiert, dass die Schweden möglicherweise dieses Jahr nicht in Urlaub fahren dürfen, weil alle anderen Länder denken, Schweden hat zu viel, zu lax agiert und sind jetzt aktuell ein Problem. Ich will an der Stelle nicht sagen, dass wir jetzt alle genau die gleichen Maßnahmen treffen müssen, aber dafür zu sorgen, dass überall getestet wird und dass wir überall Standards haben und Medikamente zur Verfügung stehen, wenn es sie denn dann gibt und nicht ein Land das andere davon ausschließt. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Also auch Meldungen weitergibt. Das ist ja innerhalb unseres Landes auch nicht ganz simpel, aber das müsste man eben auch EU-weit organisieren. Das bedeutet eben auch, dass man sich abstimmt bei den Lieferketten. Wobei, was wir auf EU-Ebene erlebt haben, dass man dann die Grenzen dicht macht und sagt, ihr kriegt keine Maske mehr von uns, das haben wir ja zum Teil auch innerhalb Deutschlands erlebt. Auch da haben ja einige Bundesländer, Kreise oder so versucht, dann auf eigene Faust ihre Bestellungen zu machen, weil sie einfach nicht gesehen haben, wo kriegen sie es das sonst her. Also da muss einfach mehr Koordination und Abstimmung erfolgen. Dass die EU ansonsten sich organisatorisch am Anfang so schwer getan hat, tatsächlich, sind wir wieder auch bei dem Thema Digitalisierung. Erst musste ja mal organisiert werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt konkret das Thema ist, aber an manchen Stellen habe ich das schon mitbekommen. Es musste ja erst mal organisieren, dass man jetzt alles online machen kann. Dafür braucht es die entsprechenden sicheren Systeme, sodass dann wirklich die Regierungschefs online sich austauschen können, ohne dass jetzt irgendwelche fremden Mächte mithören. Und wenn man an der Stelle auf dem Gebiet Digitalisierung weiter wäre, mehr eigene Anbieter hätte, die dafür sorgen könnten, dann würde das im Zweifel auch schneller passieren können. Sie hatten gerade das Stichwort ausländische Mächte genannt. Sie hatten vorher auch von der Sperrminorität genannt bei der Lufthansa.
Wie groß sehen Sie denn das Risiko, dass angesichts der schwierigen Lage, in der das ein oder andere Unternehmen möglicherweise kommt, hier die ominösen ausländischen Mächte versuchen, sich hier einzukaufen? Und wie groß sehen Sie denn die Notwendigkeit, auf Bundes- oder auf europäischer Ebene hier Schutzmaßnahmen vorzubereiten? Also erstmal, wir haben ja grundsätzlich schon die Möglichkeit einzugreifen. Mit dem Außenwirtschaftsgesetz haben wir die Möglichkeit, wenn gerade Sicherheitsinteressen, deutsche Sicherheitsinteressen betroffen sind, dass man eine Übernahme auch vermeidet. Man muss sich an der Stelle fragen, wer ist denn überhaupt momentan in der Lage, so viel Geld auf den Tisch zu legen? Also das ist jetzt nicht so offensichtlich, es sei denn, es wären jetzt nicht Unternehmen, die den normalen Beschränkungen unterliegen, sondern möglicherweise staatlich unterstützte Unternehmen. Da denkt man insbesondere an China. Das ist nicht auszuschließen, dass sie das dann an der Stelle versuchen würden. Und da muss man sich dann schon fragen, ob das jetzt ein Zeitpunkt ist, wo man das zulassen will. Ich bin grundsätzlich der Meinung, es hat einen guten Grund, dass wir Übernahmen erlauben. Wir kaufen ja auch. Auch die Lufthansa ist beispielsweise unterwegs gewesen und hat Austrian Airlines gekauft und Swiss Airlines und Brüssel Airlines. Also es ist ja nicht so, dass wir das selber nicht auch tun würden. Bayer hat Monsanto gekauft. Das ist also normalerweise ein normaler Prozess. Aber wenn wir Sorge darum haben, dass auf die Weise uns zu viel Technologie abhanden kommt oder tatsächlich Interessen anderer Art betroffen sind, ich sage gleich was zu Lufthansa, dann sollte man an der Stelle auch eingreifen können. Bei Lufthansa beispielsweise sehe ich schon das Thema, wäre die Lufthansa jetzt in ausländischer Hand, dann wäre nicht mehr klar, dass wir zwei Hubs hätten, so wie Frankfurt und München. Und das wäre für unsere Wirtschaft schon ein Problem, denn das zeigen auch Studien in unserem Umfeld. Diese Hubs sind wirklich wichtig, damit man die direkte Anbindung weltweit hat für Unternehmen, die Zulieferer brauchen, die verkaufen. Und mir geht es auch immer sehr stark um den Austausch der Ideen. Auch genau dafür braucht es sehr stark. Also an der Stelle muss ich sagen, würde ich schon dafür sorgen wollen, dass die Lufthansa in deutscher Hand bleibt. Ja, also, aber ich nehme jetzt Ihren Ausführungen, um den Punkt Europa vielleicht kurz auch dann abzuhaken, dass Sie auch durchaus überzeugt, dass Europa die Lösung ist und Europa auch eine der wichtigen Grundlagen dafür, dass wir aus der Krise ordentlich rauskommen und auch stabiler werden in zukünftigen Krisen. Ich denke einfach, wir haben in letzter Zeit viel zu negativ über Europa diskutiert. Jedes Mal, wenn man irgendwas nicht gut findet, schiebt man die Schuld nach Europa. Gut, in München schiebt man es nach Berlin und im Bayerischen Wald nach München. Also man muss nur kleinteilig genug denken. Man sucht einfach immer den Schuldigen woanders. Und ich glaube, das ist wirklich die verkehrte Sicht. Nicht nur wegen Frieden und solchen Themen, sondern auch, man muss sich mal überlegen, wie weltpolitisch die Lage aktuell ist. USA fällt aus als Führungsmacht. China schickt sich an, seinen Einfluss mächtig auszubauen. Wenn wir nicht, jetzt rede ich wie gesagt nicht als Ökonom, sondern als Staatsbürgerin, wenn wir nicht irgendwo auch dafür sorgen, dass wir da ein Gegenpol, ein Gegengewicht machen, bilden, dann tun wir uns, glaube ich, schwer. Und wir sind einfach auch wirtschaftlich, jetzt rede ich wieder als Ökonom, wirtschaftlich sehr viel schlagkräftiger, wenn wir den gemeinsamen Markt nutzen. Sie hatten gerade die Bedeutung der Hubs auch im Luftverkehr erwähnt. Und ich meine, es ist wirklich unbestritten und nachweisbar, wie sehr München gerade von dem Flughafen profitiert. Und vielleicht hier ein Stichwort. Die dritte Start- und Landebahn ist ja gerne in der Diskussion, ist jetzt zeitweise mal vom Radarschirm verschwunden aufgrund der Koalitionsvereinbarung auf Landesebene. Ist jetzt wahrscheinlich auch bei vielen Leuten im Kopf abgehakt, weil es heißt, ja gut, also bei dem Luftverkehr, den wir jetzt haben, brauchen wir den nicht. Aber wir gehen ja von einer V-förmigen Erholung auf. Worauf will ich hinaus? Glauben Sie, dass diese Skepsis, die sich ja auch durch die Ablehnung der dritten Start- und Landebahn gezeigt hat, die Menschen gegenüber dem Wachstum hatten, gegenüber der Wirtschaft hatten in den letzten Jahren, dass die jetzt ein Stück weit möglicherweise sich auflösen könnte und die Leute sagen, oh, ja, die Wirtschaft ist vielleicht doch gar nicht so unwichtig und vielleicht sollten wir jetzt doch uns wieder darauf besinnen, dass wir uns um Wachstum bemühen, um Stabilität bemühen, um Innovation bemühen? Es wird sehr davon abhängig sein, mit wem Sie darüber reden. Also tatsächlich habe ich ja bei der Sendung Sonntagabend, wenn das dem einen oder anderen aufgefallen ist, gesagt, wir müssen, um die Schulden später abzuzahlen, wieder wachsen. Und prompt habe ich auf Twitter üble
Schimpfwurm mir dafür eingeholt. Man redet ja immer nur übers Wachsen. Also es gibt eben Leute, bei denen ist das Thema Wachstum an sich ein rotes Tuch. Und wir müssen viel stärker, glaube ich, auch vermitteln, was Wachstum an der Stelle bedeutet. Hier bedeutet es erstmal, dass wir aus der Krise herauswachsen müssen. Wir wollen ja erstmal zurück zum alten Potenzial und müssen wachsen, um die Schulden später wieder abzuzahlen. Die Schulden, die wir in der Finanzkrise hatten, da waren wir bei 80% Verschuldungsquote, die haben wir runterfahren können auf 60% Verschuldungsquote, weil wir so gute Jahre hatten, weil wir gut gewachsen sind. Und das müssen wir unbedingt anstreben, damit wir diese Schuldenlast nicht der nächsten Generation überlassen. Das können wir denen gar nicht aufbürden. Und in dem Sinne brauchen wir dieses Wachstum. Das sollte immer ein Wachstum sein, das nachhaltig ist. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, und deswegen geben wir jetzt bestimmte Klimaziele auf. Man kann ja vernünftig wachsen. Also die Frage ist eben an der Stelle, wo braucht man den Verkehr? Wo kann man beispielsweise deutsche Flüge ersetzen durch Bahnfahrten? Wo kann man die eine oder andere Dienstreise ersetzen durch eine Online-Zoom-Konferenz? Muss nicht Zoom sein, es kann auch was anderes sein. Aber dass insgesamt wir dafür sorgen müssen, dass unsere Wirtschaft einen Aufschwung nimmt, das steht für mich ohne Zweifel. Ja, vielen Dank. Und da vielleicht auch eine konkrete Frage. Entbürokratisierung, um Wachstumskräfte zu entfesseln. Wie sehen Sie denn die Chance, dass man es schafft, an der Stelle vielleicht diese große Herausforderung, die wir alle jetzt gerade sehen, zu nutzen, um in der Entbürokratisierung voranzukommen, um dem vom Wirtschaftsbeirat im Übrigen geforderten das Moratorium für weitere Regulierung erstmal umzusetzen. Sehen Sie da eine Chance, dass wir das vielleicht als Impuls nutzen können? Ich würde mir das sehr wünschen. An der Stelle würde das mit der Digitalisierung auch helfen. So ganz zuversichtlich bin ich noch nicht. Kleine Anekdote am Rande. Wir dürfen momentan bestimmte Vorgänge in unserer Verwaltung online weiterreichen und müssen es nicht 20 Mal ausdrucken. Das mit dem 20 ist nur wenig übertrieben. Aber es wurde uns gleich gesagt, freut euch nicht zu früh. Ihr müsst das alles hinterher nachreichen, wenn ihr wieder ins Büro dürft und wir wieder Kontakt haben dürfen. Dann wird es bitte trotzdem alles ausgedruckt. Wir machen es jetzt vorübergehend, dass wir es jetzt noch nicht haben wollen. Wir wollen es aber später haben. Also an der Stelle muss man schauen, dass man das Momentum wirklich nutzt und Dinge überprüft und sich fragt, worauf könnten wir eigentlich gut verzichten. Und da würde jetzt eine sichere Digitalisierung sehr helfen. Also wirklich E-Government ist für mich ein ganz zentrales Anliegen. Wenn man da organisatorisch Potenziale nutzt, dann wäre uns allen sehr geholfen. Ja, und also diese Strukturen zu entwickeln und vor allem zu modernisieren. Jetzt haben wir natürlich im Gegensatz zur Bankenkrise 2007, 2008, wo es ja ein Strukturproblem innerhalb der Banken gab, haben wir ja diesmal keine Strukturschäden. Also die Strukturen funktionieren ja alle relativ gut, insbesondere die Banken übrigens, die auch besser aufgestellt sind, als viele denken. Es geht ja jetzt vor allem darum, dass wir jetzt mit der Aufhebung der Beschränkungen, von denen Sie ja zu Recht auch sagten, das ist es nicht alleine, vor allem die Psychologie wieder in Gang kriegen. Ich meine, Ludwig Erhard hat gesagt, die Hälfte der Wirtschaft ist Psychologie. Wie können wir das denn bewerkstelligen, dass wir diese negativen Prognosen, die sich ja jetzt auch wieder überschlagen. Ich meine, ich erinnere mich an 2008, da hieß es ja auch, um Gottes Willen, die Wirtschaft schrumpft zweistellig. Ist ja alles nicht passiert, zum Glück. Diesmal heißt es ja auch, um Gottes Willen, der Untergang des Abendlandes steht bevor. Wie können wir denn dazu beitragen, dass wir eben diese Psychologie in den Griff kriegen und dass eben das Konsumverhalten, was Sie vorher auch angesprochen haben, der Leute wieder anspringt? Weil das ist ja die Grundlage, das ist ja der Treibstoff quasi für den Wirtschaftsmotor. Lassen Sie mich zunächst noch mal was zu dem Thema Strukturschäden sagen. Ja, Sie haben natürlich recht. Also diesmal ist nicht das Problem, dass die Banken da was verkehrt gemacht haben und jetzt neu aufgestellt werden müssen. Tatsächlich sind die gerade gut aufgestellt. Der Mittelstand hat eine höhere Eigenkapitalquote. Also an manchen Stellen sieht man da sehr gut aufgestellte Strukturen, aber nicht überall. Und da, wo es eben Strukturschwächen gibt und man Strukturwandel verschlafen hat, darf man nicht die Krise nutzen, um sich da durchzumogeln. Und da bin ich wieder beim Thema Automobilbranche. Aber das sieht man auch im Einzelhandel beispielsweise. Der eine oder andere Einzelhändler, auch größere Ketten, die jetzt sagen,
wir sind jetzt so unglaublich betroffen, alle kaufen bei Amazon. Ja, meine Güte, da müsst ihr euch drauf einstellen, müsst auch eure Konzepte ändern, damit die dann auch in Zukunft tragfähig sind. Also da würde ich mir an manchen Stellen auch etwas mehr Kreativität und Risikobereitschaft wünschen. Also am Ende liegt es auch an den Unternehmern, dass sie in Zukunft ein Geschäftsmodell haben. Und da können sie sich nicht nur darauf verlassen, was die Politik sich schon raushauen wird, sei es durch lockere Regulierung, durch lockere Auflagen und viel Geld. So viel dazu. Jetzt zum Thema Psychologie. Ich sehe einen Lichtblick wirklich an den jetzt zu besseren, an den verbesserten Erwartungen. Und allein schon die Tatsache, dass die Leute jetzt wieder das Haus verlassen und sehen, es sind andere Leute unterwegs. In dem Moment, wo sie sehen, sie können jetzt wieder Dinge kaufen, dann werden die auch konsumfreudiger sein. Da werden sie in diesem Jahr vielleicht in andere Dinge investieren. Der eine oder andere sieht jetzt in den Wochen zu Hause, wo es im Haus fehlt und wird jetzt zum Baumarkt fahren und das eine oder andere neu kaufen und seinen Garten ummodeln oder so. Also möglicherweise gibt es auch aktuell bestimmte Verschiebungen. Man wird vielleicht Urlaub dieses Jahr sehr lokal machen und dann da das Geld ausgeben. Aber dass die Menschen jetzt dauerhaft Konsumzurückhaltung üben, erwarte ich nicht. Jetzt einmal eine Frage. Es gehen einige Leute auch in der Wirtschaft von deutlichen Einbrüchen, gerade bei der Nachfrage in der Industrie im nächsten 2 bis 3 Monaten aus. Rechnen wir mit einer Vertiefung, also quasi eine Art zweiten Welle des Schocks, eines zweiten Schocks im Herbst, oder ist das schon eingepreist in die Prognosen, dass doch vielleicht eine V kommt? Aktuell, nein, also die zweite Welle ist dann natürlich noch nicht eingepreist, zeichnet sich ja aber noch nicht ab. Trotzdem ist entscheidend, wie sich das jetzt weltweit entwickelt. Also China zieht schon an. Das sieht man übrigens in der Automobilbranche. Nach China wird schon wieder, also da hatten wir den massiven Einbruch und da wird jetzt aber schon wieder verkauft. Also wenn wir jetzt nicht massiv jetzt nochmal eine solche Lockdown-Phase brauchen, dann würde ich davon ausgehen, dass sich diese Erholung fortsetzt. Also auch keine zweite, keine nachfolgende Welle, die jetzt nicht der Krankheit, sondern der Einbrüche in der Wirtschaft aufgrund der Konsumnachzurückhaltung, die wir jetzt haben. Nein, also davon sehe ich, da sehe ich aktuell keinen Anlass, davon ausgehen zu müssen. Wir hatten ja und Sie hatten ja auch über das Thema Strukturwandel gesprochen und dass es Unternehmen gibt, die möglicherweise, und den Eindruck haben wir auch, sich in den letzten 10 Jahren in diesem kontinuierlichen Wachstum es gemütlich gemacht haben mit Niedrigzinsen und so weiter. Der Begriff Zombie-Unternehmen kommt ja hier ab und zu. Da wird es möglicherweise auch einige jetzt rausschütteln, aber Sie sagen ja zu Recht, man muss aufpassen, dass die Hilfsmaßnahmen, die jetzt kommen, nicht diese Unternehmen quasi mit ihrer vielleicht verkommenen oder überkommenen Struktur retten. Auf der anderen Seite mache ich mir als alter Marktwirtschaftler ein bisschen Sorgen, dass wenn jetzt irgendjemand an der Führung und an der Spitze des Staates sagt, ja, wir wissen jetzt aber, welche Strukturen veraltet sind und welche nicht veraltet sind und entsprechend, sage ich mal, Hilfsmaßnahmen so steuern, dass das ja auch schief gehen könnte. Also Stichwort, ist der Staat eigentlich der bessere Unternehmer? Klammer auf, was der ein oder andere Politiker ja nach der ein oder anderen Krise immer gerne glaubt, Klammer zu. Also ganz sicher nicht. Also da sind Sie bei mir genau bei der Person, die sagen würde, nein, nein, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Deswegen werde ich mich auch spreche mich massiv dagegen aus, dass jetzt beispielsweise bei Lufthansa der Staat wirklich Einfluss nehmen will. Das führt nur zu den schlimmsten Verwerfungen. Also angenommen, der Staat würde jetzt bei Lufthansa Einfluss nehmen, wie ja von manchen gefordert, dass bestimmte Arbeitsplätze nicht abgebaut werden, dann wäre das der falsche Weg, denn die Lufthansa wird Arbeitsplätze abbauen müssen. Es gibt da auch hier einen strukturellen Bruch für eine gewisse Zeit und anders wird man die nicht wieder in die schwarzen Zahlen führen können. Also in dem Sinne, nein, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Was er machen kann und auch sollte und auch tut, ist daran festzumachen, wie die Zahlungsfähigkeit im letzten Jahr war, Stichtag 31.12.2019. Unternehmen, die da nicht zahlungsfähig waren, sollten auch nicht unterstützt werden.
dann hat man immer noch Unternehmen dabei, die das damals vielleicht zahlungsfähig waren, aber durch die Umbrüche es vielleicht in Zukunft nicht mehr sind. Bestimmte Reisebranchen, Unternehmen, könnte ich mir vorstellen, werden so schnell nicht wieder in schwarze Zahlen kommen und sollten dann eben auch zumachen. Dann muss man sich halt auch neu orientieren. Dass das der Staat gut unterscheiden kann, ist an der Stelle nicht klar. Nein, aber der Staat sollte nicht die Entscheidungen der Unternehmen treffen. Er sollte aber eben auch nicht die Unternehmen davor bewahren, dass sie selber diese Entscheidungen treffen, indem er dann in Brüssel vorstellig wird und bestimmte Auflagen dann wieder zurückverhandelt, auf das dem einen oder anderen Unternehmer nochmal einen Gefallen getan wird. Sie hatten ja vorher schon das Stichwort genannt, Verlustrückträge, Verlustvorträge. Das geht ja im Prinzip genau in die Richtung, dass man sagt, man versucht den Unternehmen mehr Geld zu lassen, damit sie dann mit dem Geld besser wirtschaften können, respektive man gibt ihnen quasi durchaus auch eine Förderung dadurch, aber in Abhängigkeit von ihrer eigenen Leistung, weil nur ein Unternehmen, das Gewinne gemacht hat, muss Steuern bezahlen. So gesehen geht es ja darum, dass die Leute, sage ich jetzt, mehr Geld in der Tasche haben, und das bringt mich jetzt zu der anderen Thematik, dass der Konsument mehr Geld in der Tasche hat, um es auszugeben. Sie hatten ja vor dem Thema Gutscheinen eine Absage erteilt. Mhm. Die Frage ist, was kann man da auf der steuerlichen Seite möglicherweise machen oder auch vielleicht ganz konkret lokal, wo es zum Beispiel darum geht, die lokale Gastronomie zu fördern, ob da nicht dann doch vielleicht gezielte, ich sage jetzt mal, lokale Gutscheinprogramme, wie sie zum Beispiel in Österreich auch gefahren werden, sinnvoll sind, durchaus auch als Anreiz. Also man muss ja nicht sagen, du gehst heute essen und bezahlen das Essen, sondern du hast hier 10 Euro Gutschein, dann gehst essen, aber du gibst dann doch 20 Euro aus, um das wieder in Gang zu bringen, die Leute wieder rauszukriegen und in die Restaurants zu kriegen. Ist sowas aus Ihrer Sicht dann auch schon eigentlich eine kleinteilige, verfehlte Einmischung? Ja, also ich sehe absolut, dass die Gastronomie besonders hart getroffen ist, und ich kann mir viele Maßnahmen vorstellen, wie man sie unterstützen sollte. Und dann würde ich noch viel weiter gehen, Schausteller und Kleinkünstler und so weiter. Aber ich halte solche lokal auszugebenden Konsumgutscheine für die Gastronomie für das falsche Mittel. Warum? Die Leute würden aktuell gerne ins Restaurant gehen, aber die Restaurants haben gar nicht die Kapazität. Die haben ja jetzt durch diese Abstandsvorschriften alles, was da einzuhalten ist, man trägt sich Listen ein und so weiter, gar nicht so viel Kapazität. Also ich habe aktuell nicht den Eindruck, dass es zu wenig Nachfrage für die mögliche Kapazität gibt. Und da jetzt den Konsum weiter anzuregen und dann am Ende können die Gutscheine gar nicht eingelöst werden, weil die Kapazität gar nicht da ist, das erscheint mir nicht sinnvoll. An der Stelle muss man sich dann auch wieder fragen, wer würde dann so einen Gutschein umsetzen und wer geht normalerweise ins Restaurant? Das sind jetzt nicht die ganz armen Leute. Man sollte deswegen auch immer überlegen, wen fördert man da? Und jemanden, der jetzt wirklich am unteren Einkommensrand ist, braucht der jetzt einen Gutschein, um ins Restaurant zu gehen, oder braucht der vielleicht einen Gutschein, um sich ganz andere Dinge zu leisten? Deswegen Energiepreisreform, das entlastet und man kann das Geld ausgeben, wofür immer man das wirklich braucht. Und den Gastronomen sollte man auf andere Weise helfen, wirklich dafür sorgen, dass sie eine ganze Weile liquide bleiben. Da würde das mit dem Verlustrücktrag helfen. Und die Gastronomen, die nicht im letzten Jahr Gewinn gemacht haben, wir wissen, da gibt es viel Umsatz, also da gibt es viel Umschlag. Viele machen zu und viele machen wieder auf. Da machen auch die einen oder anderen im nächsten Jahr wieder auf. Wobei man durchaus bei dem einen oder anderen Gastronomen, aber auch bei vielen anderen Branchen, die niedrigmargiges Geschäft haben, und denen ja teilweise jetzt in diesem Jahr 50 und mehr Prozent ihres Jahresumsatzes wegbrechen, die haben mit Kredithilfsmitteln eigentlich nicht viel gewonnen, weil die können die auch über die nächsten 2 bis 3 Jahre vielleicht sogar länger nicht zurückbezahlen. Also hier wird man sicherlich über entsprechende Verlustrück- und Vorträge, aber auch am Ende des Tages über tatsächliche Zuschüsse nachdenken müssen. Denke ich zumindest, aber da würde mich Ihre Meinung interessieren. Und vielleicht damit gekoppelt gleich die Frage, diese ganzen Maßnahmen, ob das jetzt Verlustvorrückträge sind, Steuererleichterungen, Zuschuss, kostet ja alles Geld.
The sky is the limit, hat man den Eindruck im Augenblick, wo sind die Grenzen? Also der bayerische Ministerpräsident hat ja irgendwie gesagt, Leute, bei aller Begeisterung für die Hilfsmittel, wir müssen irgendwo einen Deckel ziehen. Wie sehen Sie das? Also das war der zweite Teil der Frage. Ja, tatsächlich, mir ist klar, dass Kredite alleine nicht helfen, wenn da keine Substanz ist, aus der man dann in den nächsten Jahren die Kredite auch zurückzahlen kann. In so einem Fall ist tatsächlich so etwas wie ein Insolvenzverfahren insofern vorteilhaft, als man dann auch verhandeln kann. Und es ist ja schon Stichwort Mieten, Pacht und so weiter gefallen in der Diskussion. Man fragt sich schon, ob dann an der Stelle nicht auch es möglich sein muss, solche Kosten neu zu verhandeln und dann eben auch Mietstundung, nicht nur Mietstundung, sondern Mieterlass zu bekommen. Das gilt auch für den Einzelhandel. Also an der Stelle fragt man sich schon, wer jetzt wirklich die Kosten tragen soll. Und wenn dahinter Vermieter stehen, die sich das leisten können, dann könnte man das zumindest in einem Insolvenzverfahren oder in einem strukturierten anderen Verfahren möglicherweise klären. Wie viel Schulden können wir uns leisten? Ich habe vorhin genannt, 80% waren es bei der letzten Finanzkrise als Schuldenquote. Ich erwarte, dass wir diesen Wert wieder erreichen. Das können auch 90% sein. Irgendwann hört es dann auf. Ich bin jetzt kein Freund von dem Begriff Obergrenze und von Zahlen in dem Sinne. Also das ist dann auch schnell politisch besetzt. Aber es ist ganz offensichtlich, dass man das Geld nicht einfach nur verpulvern kann. Aber umso wichtiger ist es, sich dann zu überlegen, wofür gibt man das Geld aus? Und trägt das dazu bei, dass wir ein Wachstum haben in Zukunft, was uns da dauerhaft rausbringt. Und da darf das Geld nicht einfach nur verpuffen, sondern da muss es auch in Investitionen gehen, Infrastrukturinvestitionen. Ich habe ja einiges genannt, Breitbandausbau und so weiter. Dinge, von denen wir dann auch in Zukunft leben können, was uns dann auch die Wirtschaftskraft gibt, um die Schulden zurückzuzahlen. Vielleicht nur eine Anmerkung von meiner Seite zum Thema, sage ich mal, Verhandeln, Insolvenz, Mieter. Das ist, da hat der Wirtschaftsrat auch eine dezidierte Meinung, dass wir eben auch gesagt haben, es ist jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll, das Problem von der einen Seite auf die nächste Seite auszudehnen. Zu sagen, okay, der Mieter soll jetzt erstmal schauen, dass er beim Vermieter die Probleme ablehnt, der das dann wieder bei der Bank ablehnt und so weiter und so fort. Sondern dass man lieber versucht, der ersten Stufe bereits so weit zu helfen, dass der normale Kreislauf funktioniert. Natürlich wird es auch in vielen Fällen so sein, dass, wenn sich der Vermieter sowas leisten kann, er ja auch mit dem Mieter verhandelt. Aber einmal grundsätzlich ist unsere Sorge, dass man das nur im Kreislauf nach oben schiebt, das Problem. Ich sehe das, aber zum Teil sehen wir natürlich in Strukturen, wo die eine Seite deutlich solventer ist als die andere. Lass mich das Beispiel Autohäuser nehmen. Die sind ja auch momentan sehr gebeutelt und sagen, sie sind sehr bedroht und sie gehen mit ihren Rabatten schon so weit runter wie nur irgend möglich, haben ihre Grenze erreicht und sagen dann gleichzeitig, aber von den Herstellern kriegen sie keinen Rabatt, die gehen mit ihren Preisen nicht runter. Und von den Herstellern wissen wir, die haben sehr, sehr gute Gewinne gemacht. Also da fragt man sich manchmal, ist das auch eine Frage nur der Verhandlungsmacht oder ist da wirklich jetzt ein ganz armer Vermieter zugange, den wir jetzt nicht runterdrücken können? Ja. Ich will das überhaupt nicht werten, das hängt jetzt wirklich vom Einzelfall ab. Aber zum Teil, wenn es eben darum geht, dass einige Bereiche sehr liquide und sehr solvent sind, ist nicht offensichtlich, warum der Staat an der Stelle, der Steuerzahler, wir alle dafür zahlen sollen. Mhm. Vielleicht noch ein Thema, auch wenn wir die Zeit schon längst völlig überzogen haben, ein Thema, das Sie aber mehrfach erwähnt haben, ist, dass Sie auch gesagt haben, ja, egal, angesichts dieser ganzen Ereignisse sollte man auf keinen Fall das Thema Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen zurückschrauben. Also ich habe Sie so verstanden, Sie gesagt haben, ja, also die Vorgaben, die jetzt auch auf europäischer Ebene für die Automobilhersteller gekommen sind, nicht antasten. Aber jetzt auch mit zwei Stichworte hierzu, zwei Fragen. Zum einen, gibt es nicht Bereiche, wo man vielleicht doch gerade auch im Bereich der Wirtschaftsförderung, Ankurbelung, die eine oder andere Geschichte. Ich nehme jetzt mal die NF, also Energieeinsparungsverordnung im Gebäudebereich, die ja teilweise übertriebene Größenordnung erreicht hat, ob man da nicht sagt, da kann man vielleicht doch mal fünfe gerade sein lassen. Genauso wie die zweite Frage in dem Zusammenhang, Strukturveränderungen, Sie sagen Energiepreise senken,
dass man da vielleicht jetzt auch beschleunigt in den Emissionshandel einsteigt und den ja als eine vernünftige Strukturveränderung auch pusht auf europäischer Ebene, um diesen Green Deal ja auch zu beschleunigen. Also habe ich das letzte verstanden als Möglichkeit? Das würde ich unbedingt unterstützen, ja. Also die ganze Energiebepreisung ist ja bisher hochgradig ineffizient, weil man wirklich die falschen Anreize setzt. Das ist zum Teil historisch bedingt. Aber da könnte man sehr viel mehr machen und das sollte man jetzt auch machen. Also man sollte ganz wesentlich darauf setzen, dass man die richtigen Anreize setzt durch die Preise. Und dass der Strompreis so hoch ist, ist einfach völliger Blödsinn, weil er den falschen Anreize setzt, dann auch die erneuerbaren Energien zu nutzen. Und aktuell mit dem niedrigen Ölpreis sind wir dann wieder bei genau den falschen Energie, die wir verwenden. Warum würde ich sagen, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt müssen wir die ganzen Klimaschutzmaßnahmen wieder über Bord werfen. Ich sehe das weiterhin als ein Thema, wo man jetzt nur denkt, jetzt kommen wir billig wieder aus der Nummer raus. Wir haben schon bisher zu wenig dafür getan, um die Auflagen zu erfüllen. Und das ist jetzt genau wieder eine Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt alles Luxus, das können wir uns nicht mehr leisten. Wir können uns das leisten und wir könnten es uns noch viel besser leisten, wenn man schon vorher mehr dafür getan hat. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Anreize jetzt richtig gesetzt werden. Aber alles andere sehe ich tatsächlich als Ausrede, insbesondere von denen, die bisher zu wenig dazu beigetragen haben, dass wir da vorangekommen sind. Und deswegen würde ich das aktuell als Argument nicht gelten lassen. Einfach auch deswegen, man muss sich einfach klar machen, wo werden denn in Zukunft Geschäftsmodelle vorhanden sein? Und die Welt hat ja genau die gleichen Probleme. Denken Sie an China, wenn wir da in Zukunft Autos verkaufen wollen, müssen das auch Autos sein, die mit Elektro- oder Wasserstoff fahren. Die ganzen Motorräder, E-Roller oder so, Roller fahren da sowieso bisher nur noch als elektrogetriebene Gefährten. Das wird bei den Autos so über kurz oder lang auch kommen. Und wenn wir da was verkaufen wollen, brauchen wir auch diese Produkte, die da vorhanden sind. Und wir könnten unsere Kompetenz im Bereich Windrädern viel besser nutzen, wenn wir sie jetzt nicht gerade alle pleite gehen lassen würden, die Unternehmen, die das produzieren, weil wir selber uns so schwer tun, die irgendwo bei uns aufzustellen. Also an der Stelle muss man auch einfach sehen, wo sind zukunftsfähige Geschäftsmodelle und die nicht behindern, sondern im Gegenteil sogar unterstützen. Wobei das ist wieder eine spannende volkswirtschaftliche Frage ist, die uns wahrscheinlich durch die nächste Stunde tragen würde. Wo ist die Notwendigkeit gegeben, einzugreifen? Sie hatten jetzt gerade die Windindustrie angesprochen. Ich könnte jetzt da noch die Photovoltaikindustrie ergänzen, die ja vor einigen, schon vor 10 Jahren vor die Hunde gegangen ist, weil die Chinesen da, also ich benutze ungern den Ausdruck die Chinesen, aber in dem Fall war es die chinesische Wirtschaft und der chinesische Staat, die einfach da strategisch reingegangen sind und gesagt haben, das fördern wir jetzt. Und damit die durchaus dynamische europäische, vor allem deutsche Photovoltaikindustrie umgebracht hat. Da hat der Staat damals volkswirtschaftlich, ich würde sagen mal marktwirtschaftlich geprägt, eigentlich nach der reinen Lehre zu Recht gesagt, nein, da greifen wir jetzt nicht ein. Aber es hat einen Schaden verursacht, genauso wie Sie jetzt gerade die Windenergie erwähnen, wo jetzt andere Rahmenbedingungen sind, aber Ähnliches passiert. Würden Sie sagen, dass da jetzt in einer modernen Volkswirtschaftslehre ein Staat durchaus auch sagen kann, nein, wir greifen jetzt wirklich konkret ein und fördern und pushen, schützen auch eine Branche, die wir für strategisch wichtig halten? Da sind wir wieder bei der Frage, ist der Staat der bessere Unternehmer? Das ist eben genau das Problem. Also der Staat sollte typischerweise nicht jetzt die Technologie vorgeben und nicht einfach jetzt nur sagen, wir wollen Photovoltaik, aber es dürfen nur deutsche Produkte aufs Dach, weil die sich dann gar nicht so gut entwickeln. Das ist eben immer genau der Punkt. Wenn wir zu sehr die eigene Wirtschaft schützen, dann wird die wieder träge. Ich will jetzt nicht an die Zeiten erinnern, als wir Telefone von einem Anbieter hatten und die waren entweder grau oder irgendwann mal grün und rot, aber ansonsten hat sich da nichts getan. Gut. Aber das sind genau immer diese Beispiele, wo sich nichts tut, wenn wir die Unternehmen zu sehr schützen. Gleichzeitig, wenn wir, wie bei der Photovoltaik, einfach nur das Installieren bezuschussen, aber nicht dafür sorgen, dass die eigenen Unternehmen auch selber investieren, um auf die Stückzahlen zu kommen und die Forschung so voranzutreiben, dass sie besser werden.
ja, dann geht es irgendwann auch schief. Wobei an der Stelle haben deutsche Unternehmen schon verdient, aber andere, nämlich die Maschinen produziert haben, mit denen diese Platten in China produziert werden. Nur auch das ist nicht von Dauer. Ich habe mir in einem Unternehmen in China das angeguckt, da stand, hieß es, da ist die deutsche Maschine, mit der wir produzieren, da die Schweizer und da hinten ist jetzt unsere eigene. Also auch das kupfern die irgendwann ab. Ja, Professor Schlitzer, vielen, vielen Dank. Wir haben gnadenlos überzogen, aber es war es wert. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, die Diskussion. Ich habe versucht, die Fragen, die schon vorlagen, die noch reingekommen sind, mit den Dingen, die mir eingefallen sind, so zu vermischen, dass es vernünftige Themenkomplexe gegeben hat. Ich bitte also den Fragestellern zu entschuldigen, falls ich das jetzt teilweise ein bisschen zu sehr vermischt habe, aber ich hoffe, es ist mir halbwegs gelungen. Für mich ist das Fazit, wir haben eine große Chance hier, dass wir zum V zurückkehren oder dass es ein V wird. Europa ist hier eine Lösung. Europa ist nicht das Problem an der Stelle. Insgesamt sind wir gut aufgestellt. Wir müssen die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft entfalten. Der Staat muss aber auch an einigen Stellen beherzt eingreifen. Und ich denke mal, ich habe am Anfang vor allem auch Ihre Aussage wirklich sehr genau wahrgenommen, das Werben für den wissenschaftlichen Prozess, der sowohl im Gesundheitsbereich gilt, aber auch im volkswirtschaftlichen Bereich. Es ist sicherlich ein Stück weit ein Trial-and-Error-Verfahren. Volkswirtschaft oder auch Wirtschaft ist keine reine Lehre wie die Mathematik, sondern da kommt auch nach Keynes viel Psychologie mit dazu. Und mit der müssen wir auch rechnen. Und in dem Sinne freue ich mich über solche Veranstaltungen, weil ich hoffe, wir können einen kleinen Beitrag leisten, dass die Menschen sagen, nein, also es ist alles gar nicht verloren, sondern wir können das jetzt wuppen. Da freut mich Ihre positive Einstellung. Und wir als Wirtschaftsbeirat helfen da gerne mit. Und an der Stelle auf unserer Webseite www.wbu.de finden Sie diese Diskussion, andere Diskussionen, Unterlagen und so weiter. Bitte schauen Sie rein. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen und bei allen Zuhörern und wünsche Ihnen einen wunderbaren restlichen Tag, restliche Woche, schöne Pfingsten und Gesundheit und wirtschaftlichen Optimismus an der Stelle. Vielen Dank. Ja, das kann ich nur unterstützen. Ich bedanke mich für die spannende Veranstaltung. Danke sehr. Wiederschauen.